Hallihallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin der M-King und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Ja, und heute für euch ein Free-for-All auf der lieben, guten, verwucherten Map Mission, genau. Und heute habe ich mir mal die PP90 M1 eingepackt und als Sekundärwaffe die MP9 mit einem Schalldämpfer. Und ihr seht hier ein Wurfmesser, eigentlich nicht in meinem Set hier vorhanden, schön gestunt und eingeholt. So muss das so sein. Eigentlich nicht in diesem Set vorhanden, weil das Wurfmesser einfach in frei für alle und sonstigen Modis nicht effizient ist. Und heute möchte ich euch kurz erklären, wie ich so spiele. Und zwar, ich spiele so. Ich merke mir die Map. Ich weiß eigentlich jede Map auswendig. Und wenn ich mal was anderes da sehe, weiß ich, dass das ein Gegner ist. So ist mein Denken. So gehe ich ran und so sehe ich die Map. Dann habe ich meine Standard-Sets. So, normalerweise habe ich in der PP90 eine Bouncing Betty. Und hier der Typ, der kam wahrscheinlich noch gerade aus dem Dschungel. War wahrscheinlich bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus und hat seine, ja, seine ganzen Algen davon sich noch nicht abgekriegt. Und, ja. Und hier sieht man, hier wollte ich eigentlich eine Bouncing Betty hinwerfen. Hat aber nicht ganz so geklappt. Warum? Weil ich keine drin habe, weil ich ein Wurfmesser dabei habe und weil das eigentlich nicht in diesem Set vorhanden ist. Das heißt, ich bin an allem gewöhnt. Das sind meine Sets und ich nehme auch nicht auf andere. Nur mal, wenn ich einen Gameplayer spiele. Und ja, ich war jetzt 3 Tage nicht zu Hause, habe 3 Tage nicht gezockt am Wochenende, deswegen, ja, ich werde, wenn, meistens von hinten geholt hier. Ich habe gedacht, was ist mit deinem Aiming los? Nein, es liegt nicht am Aiming. Vielleicht liegt es ein bisschen an der Vorgehensweise, aber hier sieht man es, ich werde immer von hinten geholt. Ich werde wirklich jedes Mal von hinten geholt, was ein bisschen schade ist. Ja, ich möchte mit euch was ansprechen, und zwar habt ihr es oder werdet ihr es am Ende sehen, und auf meinem YouTube-Kanal ist es auch schon, und zwar steht da eine Website drauf. Ja, und zwar ist das mein Sponsor, ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, und nein, ich möchte euch entwarnen, ich bin nicht geldgeil oder sonst was. Ja, und zwar ist das jetzt mein Sponsor, der sponsort mir da meine Steam-Keys, ja, für neue Spiele, dass ihr mal ein bisschen Abwechslung habt. Und ja, das ist jetzt mein Sponsor, der wird immer, jetzt am Ende, ist ja so ein kleines Outro von mir immer, wird der da stehen, oben links, und auf meinem Kanal auch. Und, ja, ich muss sagen, da kann man wirklich echt auch billige Steam-Keys kriegen. Also, ich könnte auch einfach mal vorbeischauen da, denn ich habe mir gedacht, ja, warum soll ich denn nur was dafür bekommen? Ich meine, ich zeige euch dann auch die Videos, das ist ja alles schön gut, aber ich habe mir gedacht, warum verlose ich denn nicht mehr erstmal ein paar Keys? Und ja, die Keys, die ich dann kriegen würde, die sind dann mal für euch. Aber dazu kommt dann noch ein Video, wie das genauer abläuft, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt, was ihr dafür machen müsst und so weiter und so fort. Aber das mache ich auf jeden Fall mit euch, weil ich finde, ihr habt es einfach verdient. Ja, und wenn einer Glück hat, dann ist das halt einfach so. Ja, so, jetzt habe ich mir die MP7 aufgenommen. Naja. Ist, sie hat einfach no recall und ist halt ziemlich overpowered, und man sieht hier wirklich, ich werde nur von hinten weggeholt. Und jetzt habe ich aber meinen Reaper, und ich meine, das sind eigentlich diese Hauptkill-Streaks. Man kann auch die A6 Überwachung nehmen, aber mit dem Reaper kann man einfach selber mehr Kills machen, und da ist sein Aiming, also sein eigenes Aiming im Vordergrund. Ja, und wenn man da ein gutes Aiming hat, dann läuft das auch eigentlich immer, und man schafft damit seine Kills. Ja, hier auf Village, ich hab's euch schon mal gesagt, diese Sträucher, diese Bäume, boah, immer im Weg. Da gehen die Predator-Raketen, da geht alles dran kaputt. Ihr könnt euch ja auch mit einem Javelin da runterstellen und Javelin abfeuern. Ihr killt euch selber. Ein bisschen schlecht gelöst. Und ja, ich habe eine kleine Frage an euch. Und zwar, ja, es wurde MW3 gefixt, am Wochenende, glaube ich, gepatcht. Und ich weiß gar nicht, was da gepatcht wurde. Das ist die Frage an euch. Schreibt es mir doch mal in die Kanalkommentare, weil ich weiß es nicht. Und ich denke, einer oder andere von euch wird es gehört haben. Und da ist nämlich schon die Killcam. Und ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Und vergesst das Bewerten, Kommentieren und Abonnieren natürlich nicht. Euer M-King!